Da liegt sie, unsere Prinzessin, wenige Stunden nach der Geburt. Der Papa Totilas, die vierjährige Mama mit den Vorfahren Rubinstein, Rotsbohn und Grande. Schaut das Fohlen Totilas ähnlich? Ich meine, es ist hübscher, ne? Ja, vom Kopf her und so von den Abzeichen, der ist einfach hübscher. Ne? Also, wenn ich mir das aussuchen sollte, dann würde ich mir sowas aussuchen, wie die mich angucken. Sie soll in der Lüneburger Heide lässig aufwachsen, unsere Prinzessin, und dann ihren Weg gehen, als Dressurpferd nach den Kriterien der klassischen Reitkunst, seit gut 400 Jahren gelehrt in der spanischen Hofreitschule zu Wien. Keine Rollkur, kein Stress, sich Zeit nehmen eben, den Gesetzen des Marktes zum Trotz. Ohne Glück geht gar nichts, ne? Ohne Glück geht gar nichts. Aber in erster Linie ist auch, wie gesagt, so ein bisschen Umsicht und Einfühlvermögen, das muss man einfach den Tieren gegenüber mitbringen. Man darf die Tiere nicht ungerecht behandeln. Das geht überhaupt nicht, weil die Tiere vergessen das ganze Leben nicht. So wie die Tiere aufwachsen, so sind sie in ihrem ganzen Leben. Die langen Haxen, ne? Die müssen erstmal gerade werden. Allererster Weidegang. Unsere Prinzessin ist 6 Tage alt und noch recht wackelig auf den Beinen. Wenn ich mir ein Pferd aussuche, dann suche ich immer ein Pferd aus, das möglichst hinten links meist ist. Weil das sind einfach die Pferde, die man ja, als erstes gebrauchen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist da. Ne? Und wenn es dann noch ganz gut ist, ist vorne links auch noch weiß und das hat sie beides. Also mehr geht nicht. Genauso mit den Wirbeln, guckt man, ne? Die hat ja sehr viele Wirbel auch. Das sind die Leistungswirbel. Die ja. Ein Pferdekenner, der weiß das schon. Wenn der sich einen Fohlen anguckt, dann weiß er genau, was er kaufen kann, was nicht. Kein Sturz, alles ist gut gegangen. Zufrieden führt Romé, die junge Mama, ihr Fohlen nach dem ersten Weidegang heim in die Box. Es geht auch anders. Ein erst 3 Tage altes Fohlen erobert die Weide viel frecher als unsere Prinzessin. Das sind, ist auch so, wenn man die beiden Fohlen jetzt mal sieht. Es ist eins mit einem Springpferd, das ist der kleine. Das ist so typisch, wenn man die Sprunggelenke hinten anguckt und das ganze Pferd ist, dann ist es ein Springpferd, ist auch so gezogen. Und das ist ein Dressurpferd. Ne? Die sehen ganz anders, ne? Geschmeidiger auch so vom ganzen Ablauf. Wie soll sie heißen, unsere Prinzessin? Tiara, Tara, Tarantina, Theodora, Toccata, Taff? Fortsetzung folgt.